im Moment mal, die Karre ist außen hui, aber innen übelst pfui. Jo, wir besprechen jetzt gerade, was gemacht werden muss. Ich habe jetzt hier neue News. Das heißt, was für Fixkosten und Folgekosten hat man denn jetzt? Und jetzt ist die Kohle für dieses Auto nicht mehr drin. Das ist natürlich schwierig. Ganz ehrlich, ganz schwierig. Aber ich denke mal, dass es hier im Land gang und gäbe ist. Thema Auto in Thailand. Wenn ich mir die Kosten anschaue und alles, bin ich mir nicht sicher, ob sich das rentiert. Deswegen gehen wir heute in dem Video mal alles durch. Und wir gehen mal alle Preise durch, die ihr wissen müsst. Ich nehme euch mit auf den Kundendienst. Wie wird das gemacht? Was für eine Qualität steckt dahinter? Rentiert sich das überhaupt? Ja, also anfangen durch das Thema einfach mal ganz normal. Wenn man in Thailand wohnt, braucht man da ein Auto? Also ich würde mal sagen, es kommt wirklich darauf an, wo du wohnst. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Und wie dein Lifestyle aussieht, wie du lebst, ganz einfach. Bist du eine fünfköpfige Familie oder bist du alleine? Machst du viele Ausflüge oder nicht? Hockst du nur an der Beach Road oder was passiert? In Bangkok macht es keinen Sinn mit dem Auto. Wenn du natürlich jetzt irgendwo in Pattaya in dem Condo wohnst und du eh deine ganzen, ich sag mal, Lebensinhalte relativ fußnah abgedeckt hast oder mit dem Badbus, dann brauchst du über das Thema Auto eigentlich keine Gedanken machen. Außer du reist einfach gern. Klar, das kann man auch alles mit dem Minibus machen, das kann man auch alles mit dem Bus und sonst was machen. Aber wenn du ein eigenes Auto hast und von Pattaya nach Koh Chang mal kurz fährst, in dein Lieblingsresort oder so, das ist natürlich schon auch nice. Du bist auf keinem anderen angewiesen, dir ist total egal, wann der Bus geht, dir ist total egal, ob der komplett randvoll ist und du schwitzt, weil die Klimaanlage nicht mehr geht. Und du musst pinkeln und musst dem Fahrer wieder sagen, hey, pass auf, ich muss raus, und dann müssen vor dir erstmal 9 Leute aussteigen, bis du hinten links rauskommst. Also es gibt schon eine angenehmere Art zu reisen, und dies vielleicht, wenn du ein eigenes Auto hast. Wenn du in Thailand ein Auto kaufst, dann gibt es natürlich wie immer neu und gebraucht. Und wir gehen jetzt mal von Pickup-Trucks aus. Ein Pickup, die kosten alle ungefähr den gleichen Preis. Du hast im Endeffekt Toyota Hilux, du hast Ford Ranger, du hast Nissan Navara, du hast Isuzu D-Max, du hast Mitsubishi L200. Und noch ein paar andere Modelle, aber das sind so die Hauptmodelle, die sind alle made in Thailand. Das bedeutet, man kann sie überall reparieren, Ersatzteile sind im Land, keine Einfuhrzoll, keine Luxussteuer drauf. Preislich bist du bei den Autos immer so, die unterscheiden sich Nutzfahrzeug oder eher die Premium-Liga. Das heißt, die Pickups, die ihr rumfahren seht, die so ein bisschen sportlicher aussehen, die so ein bisschen cooler aussehen und so, die sind alle Premium-Liga und die sind alle um den Dreh so bei 1 Million Baht. Wenn du jetzt ein 4x4 Allrad willst, bist du bei zwischen 1 Million und 1,3 Millionen Baht. Das sind somit die teuersten. Und dann geht es nach unten runter einfach. Das heißt, nicht mehr die große Ausstattung, nicht mehr so die schönen Reifen drauf und nicht mehr vielleicht das Fahrwerk-Hochpaket und so, sondern eher die normaleren Pickups. Die gibt es dann bei 800, 700.000. Und wenn du wirklich runter gehst auf Nutzfahrzeug-Pickup, da wo vorne bloß eine Fahrerkabine ist, dann kriegst du auch für 500.000, 550.000 Baht schon einen guten Pickup. Ich empfehle natürlich, ein Double Cab zu fahren, die etwas besseren, so um die 1 Million Baht. Da hast du natürlich dann wirklich ein vollwertiges Fahrzeug, wo man sagt, hey, bin ich wirklich happy, kannst du ewig fahren. So, jetzt kommt aber der Punkt. Was man wissen muss ist, in Thailand, ein Thailänder kauft selten ein Auto gebraucht. Die meisten wollen das Auto neu kaufen. Das Geld hat man in den seltensten Fällen. Was passiert? Man geht zur Bank, leiht sich das Geld, kauft dieses Auto und zahlt es auf Ewigkeiten ab. Der Gebrauchtwagenmarkt ist relativ überschaubar, weil die Autos meistens nicht mehr hergegeben werden. Die werden einmal gekauft, es wird einmal bei der Bank groß Kohle aufgenommen und dann fährt man das Fahrzeug, bis es entweder zerlegt wird im Vollsuff oder
einfach an Altersschwäche nach 30 Jahren irgendwann mal aufgibt. Außer Leute, bei denen diese Finanzierung eben auf die Füße fällt. Der, wo einfach nach ein, zwei Jahren merkt, du pass auf, ich habe mich übernommen, irgendeine Situation hat sich vielleicht in seinem Leben verändert und jetzt ist die Kohle für dieses Auto nicht mehr drin. Und dann natürlich, Bank zieht ihn ein und möchte ihn wieder verkaufen, Gebrauchtwarenmarkt. Mein Pickup, das ist ja ein Jahreswagen gewesen und dann habe ich damals für das Auto 660.000 Baht gezahlt. Und Neupreis bei dem Auto ist 1 Million um den Dreh. Das heißt, der hatte 17.000 Kilometer drauf und alles neu. Also die Sitze neu, alles hat alles komplett wie neu. Lack außen, alles astrein. Also eigentlich ein neues Auto, das ein Jahr alt ist und einen Haufen Geld gespart. Deswegen bin ich Fan von Gebrauchtwagenkäufe. Da empfehle ich euch jetzt mal, wo ich war. Das heißt, ich bekomme da absolut keine Beteiligung, keine Provision, gar nichts. Ich bin nicht in Kontakt mit diesem Laden oder sonst wo. Ich will euch nur aus meiner Erfahrung sagen, wo es bei mir gut geklappt hat. Vielleicht kann ich euch damit helfen. Und es ist Auto Villa. Das ist im Endeffekt ein, ein Gebrauchtwagenhändler. Der ist in Bangkok und der ist höchst seriös. Also da bekommst du auch nochmal ein Jahr Garantie auf das Fahrzeug und. Und das kann ich euch empfehlen. Ist vielleicht mal eine Anlaufadresse, wo man mal schauen kann, was hat denn der gerade so da. Vielleicht passt er, vielleicht passt der Preis, vielleicht schlägt man zu. Direkt von privat würde ich jetzt nicht kaufen, wenn du da vom Hof fährst und merkst, im Moment mal, die Karre ist außen hui, aber innen übelst pfui und fährst zurück. Dann ist nicht nur der Typ nicht da, sondern im Zweifelsfall sogar der ganze Hinterhof, in dem du das Auto gekauft hast, ist verschwunden. So, jetzt hast du das Auto gekauft. Was für Fixkosten und Folgekosten hat man denn jetzt? Kundendienst am Auto, was kostet die Nummer aktuell 2023? Pickup komplett Kundendienst bei 40.000 Kilometer hätte er gemacht gehört, wir haben 45 drauf. Diese Kulanz passt, also 5 überziehe ich immer. Und jetzt geht's los, meine Freunde, ich nehme euch mit allen Kosten. Hallo! Jo, wir besprechen jetzt gerade, was gemacht werden muss. Also natürlich Motoröl und Ölfilter auf jeden Fall. Aber mal gucken, was noch ansteht. Ich habe jetzt die neuen News. Das heißt, das Öl fürs Automatikgetriebe, das Getriebeöl, muss bei 60.000 erst. Wir haben 45.000 drauf. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch 20.000 Kilometer. Wäre es jetzt ein Handschalter, müsstest du bei 40.000 raus. Automatik 60.000. Das heißt, heute bleibt es noch drin. Die Jungs machen also das Motoröl, die machen einen Filter, die checken alles natürlich ab. Okay, meine Freunde, wir haben jetzt gerade uns über das Öl überhalten, was für uns reinkommt. Es gibt halt teilsynthetisch, vollsynthetisch. Teilsynthetisch kostet die Ladung 1.900 Baht und vollsynthetisch kostet 3.200. Das Ganze ist beides natürlich von Castrol, also von einem namhaften Hersteller. Ich nehme natürlich das vollsynthetische für 3.200, weil beim teilsynthetischen für 1.900 kann man nur 10.000 Kilometer fahren, angeblich plus X. Und beim Vollsynthetischen kannst du eben 15.000 fahren. Also rein rechnerisch an die angegebenen Kilometer kommt es eigentlich als Gleiche raus. Vollsynthetisch hört sich für mich besser an. Also ist Preis-Leistung das Gleiche. Ich fahre eh 20.000 Kilometer, egal was für ein Öl drin ist. Aber der Pickup ist mir wert, meine Freunde. Dass wir natürlich auch gutes Essen bekommen, ist ja klar. Macht mir ja nicht jeden Tag. Du. Das reicht jetzt wieder für 2 Jahre. Jo, der Filter von der Klimaanlage wird jetzt gerade ausgeblasen oder ausgebürstet. Ui, was ist das für eine lustige Karre? Guck mal. Das ist der thailändische Trabant. Ast rein hier. Luftfilter, Ansaugung. Ui, das darf man nicht. Was sagt da der TÜV? Böse, wenn das der TÜV sieht, du.
Macht man nicht sowas. Aber geile Karre. Muss mal kurz fragen, was das für eine ist. 700 Kubik hat der Motor. Toyota. Toyota. Wie viel Power? Horsepower, Tele? Power, was haben wir? Also die Power wissen wir nicht, weiß er auch nicht, aber was hat ein 700 Kubik Motor? So ein Fiat? Was haben die? 55, 60 PS? Ich weiß es nicht. Was wird die Mühle haben? 50 PS? Also das ist jetzt das Premium-Öl. Das Premium-Motoröl, das ich jetzt meinem Auto gönne. Ja, mal gucken, ob jetzt das ein Unterschied ist. Egal. Jo, hat man gleich ein gutes Gefühl, wenn man seinem Auto so ein bisschen was gibt wieder. Wenn man das Auto ein bisschen was reintut, was Gutes. Finde ich gut. Das gibt mir gleich ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, das Auto, da fahre ich 3 Millionen Kilometer jetzt drauf. Mit dem Auto, das überlebt mich ganz ehrlich. Also ich habe jetzt mit diesem Öl, habe ich vollstes Vertrauen in diese ganze Nummer hier, meine Freunde. Ich werde nie wieder ein anderes Auto fahren. Das ist mein Auto, meine Freunde. Das ist mein Auto. Ja, jetzt werden der Reifendruck wird natürlich noch kontrolliert. Die Bremsen haben sie gerade kontrolliert. Bremsen passt, sagt er. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Die sind noch gut. Ab und zu quietscht es mal so. Dann sagt er, nein, ist bei Nissan normal so. So, das war's, meine Freunde. Das hat jetzt keine halbe Stunde gedauert. Was hat's gekostet insgesamt? 3200 Baht. Also 3200 Baht. Das sind nach heutigem Umrechnungskurs 84 Euro. Dafür hast du hier 7 Liter neuestes Superöl, 9 Ölfilter, alles abgecheckt, ums Auto außenrum alles gemacht. Also finde ich gut. Ja, meine Freunde, habt ihr jetzt mal gesehen, was mit dem Altöl passiert? Also da sind die Ölfilter, die sind alle zusammengeschmissen auf einem riesen Berg mittlerweile schon. Da ist keine Matte, da ist nichts drunter. Die liegen einfach nur auf dem Boden, auf dem Rasen. Dann sind die Ölfässer alle schon überfüllt, das Öl läuft raus. Einfach runter in den Rasen rein, in den Boden rein, ins Grundwasser. Das ist natürlich schwierig, ganz ehrlich, ganz schwierig, aber ich denke mal, dass es hier im Land gang und gäbe ist, meine Freunde. Es ist, wie es ist. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Autowaschen ist natürlich in Thailand auch so eine Sache. Haben wir schon mal gehabt, möchte ich noch mal erwähnen, ist bei uns ein bisschen teurer geworden. 200 Baht war es früher, 250 Baht für ein Pickup, jetzt sind es 300 Baht und die waschen dir einen kompletten Pickup innen und außen. Alles wirklich unglaublich sauber, also schaut aus wie neu wieder, unter 10 Euro, meine Freunde. Finde ich auch echt klasse. Ja, und die weiteren Kosten im Jahr für ein Pickup ist im Endeffekt bei uns so, wir haben natürlich die Versicherung, das ist eine Vollkasko, die hat 5000 Baht Selbstbeteiligung und kostet 9500 Baht im Jahr. Die muss jährlich immer erneuert werden und du zahlst den Betrag nicht monatlich, du zahlst ihn einmal im Jahr 9500 Baht. Dann das Palabau, also die Steuer, das ist genauso wie der TÜV sozusagen. Also da, wo du einmal hinfährst im Jahr, zahlen wir so gut 3000 Baht pro Jahr. Und das ist dann sowas wie ein TÜV. Ich meine, es ist kein TÜV, aber da wird das Auto mal kurz angeguckt. Und je besser du ihn kennst, desto weniger wird es angeguckt. Der Kundendienst, diese 3200 Baht, je nachdem wie viel du halt fährst. Also wenn du damit 15.000 bis 20.000 Kilometer das im Jahr fährst, brauchst du natürlich pro Jahr, ist klar. Wir brauchen so alle 2 Jahre, knappen 2 Jahre um den Dreh. Das ist dann im Endeffekt zusammengerechnet, Versicherung, Steuer, Kundendienst ist 14.600 Baht im Jahr. Das sind 384 Euro kostet das Auto im Jahr.
Natürlich Benzin etc. ist klar, aber damit es hier steht, fahrbereit ist, zugelassen ist, alles versichert ist, 384 Euro im Jahr. Und im Monat ist es dann, wenn man es runterteilt durch 12, ist es ein Betrag von 32 Euro. Was zum Beispiel Verschleißteile angehen wie Reifen, da kommt natürlich immer darauf an, wenn du mal neue Reifen brauchst, welche Reifen kaufst du dir? Da gibt es natürlich günstige, da gibt es bessere. Wir haben jetzt ein bisschen bessere drauf. Wir haben für einen Satz Reifen 18.000 Baht gezahlt. Und da fahrst du auch wieder ein paar Jahre damit. Ja, und Fazit, meine Freunde, das Auto in Thailand finde ich jetzt nicht teuer. Ich würde auf jeden Fall mein Auto jederzeit wieder anschaffen. Ich würde es wieder genau das gleiche kaufen. Ich finde, rundum in Summe bekommt man wirklich viel für sein Geld. Deswegen schreibt ihr mir jetzt mal in die Kommentare, wie macht es ihr so mit dem Auto? Was zahlt ihr an Versicherung? Und vor allem, was zahlt ihr für den Kundendienst? Das würde mir auf jeden Fall unglaublich interessieren. Deswegen haut in die Tasten, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es unglaublich Spaß wieder gemacht. Ich wünsche euch was, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Peace.